Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres KSP Real Progression 1 Let's Plays. Was geht? Also ich habe schon wieder ein bisschen was vorbereitet, ne? Und mir ist was aufgefallen. Und zwar Early Material Science haben wir gerade abgeschlossen. Dementsprechend gehen wir jetzt mal hier hin und warpen erstmal durch, bis wir das hier geschafft haben. Und jetzt, nachdem unser Vessel hier fertig ist, werden wir das nochmal editieren. Weil Early Material Science heißt ja, wir haben neue Tanks. Das heißt, wir haben neue Dimensionen. Das heißt, wir können die komplette Rakete im Prinzip uns wenigstens mal anschauen und mal gucken, was es machen würde. Indem wir jetzt hier reingehen und sagen, HBAI. Oh, Entschuldigung. Und gehen da drauf. Dann haben wir immer noch die. Aber haben eine höhere mögliche Geschwindigkeit. Dasselbe checken wir jetzt hier aus. Gehen hier auf High Pressure. Fill for Veronique. Und dann haben wir zum einen hier weniger Zeit. Ne, ein bisschen mehr, oder? 45 ist eigentlich angesagt. Kann das sein? Veronique, wo haben wir sie? Hier, Veronique. 45, ja. Ist jetzt, glaube ich, ein klein wenig hochgegangen. Aber gibt uns auf jeden Fall weniger Gewicht. Und das ist natürlich praktisch. Würde jetzt auch das Ganze tatsächlich wieder um 92 Tage verlängern. Deswegen toolen wir den Spaß jetzt nochmal. Und jetzt sind es nur noch 2 Tage. So. Dann Save Edits. Dann wird die nochmal kurz. Der Tank wird abgebaut, wird ein neuer Tank dran geknallt. Und dann wird der Spaß als nächstes dann auch schon bald gestartet. So. Jetzt können wir den Rollout machen. Dauert 5 Tage, weil das Ding halt mittlerweile auch schon ein bisschen was wiegt. Dürfte jetzt aber eigentlich leichter sein. Das heißt, ich hätte theoretisch die Avionics kleiner machen können. Aber ich glaube, das hätte richtig Zeit in Anspruch genommen. So. Jetzt spulen wir natürlich noch vor, bis wieder hell wird. Da sind wir hier irgendwann um 13 Uhr. Steht die Sonne mittlerweile etwas höher. Wir gehen raus aufs Launchpad und hauen Nummer 4 ab in die Höhe. So, mit Nummer 5 werden wir hoffentlich schon downrange-technisch relativ weit kommen. Oder müssen wir mal gucken, was wir da so einleiten können und wie wir das Ganze so umsetzen können. So, da wackelt unser Ogrehead hinterm Mond rum. Und ich würde sagen, wir gehen in die Zündung. Und let's go. So, jetzt können wir natürlich hier wieder ein bisschen vorspulen. Ganz auf schnell. Dass wir hier einmal nach oben ballern und sobald wir hier ausgelaufen sind und eine gewisse Höhe erreicht haben, gehen wir dann auch über in den Second Stage Mode. Hier muss ich übrigens noch trennen. Hier sehen wir auch, es gibt wieder Wissenschaft. Jetzt haben wir die 70 Kilometer geknackt. Jetzt können wir uns hier Gedanken machen mit der Zündung der Veronique Engine. Und wir sind unterwegs. Es hat alles funktioniert, nicht so wie zum Ende der letzten Folge. Da sind uns die Booster abgeschmiert, da hat die Zündung der Veronique nicht funktioniert. Da hatten wir auch mal Probleme mit der Power, die wir so noch hatten. Da hatten wir einen Loose der Engine Effizienz, das war natürlich auch ziemlich beschissen. Jetzt sind wir hier mittlerweile an einem Punkt, dass wir auch wieder mal schön vorspulen können. Und dann können wir diese Aufgabe hier erledigen, die Suborbital Trajectory. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt auch gut wieder reinkommen, aber rein vom Prinzip soll das alles kein Stress sein. Wir rotieren jetzt in der Simulation aber so schnell, dass wir hier die Lücken sehen zwischen den Dingen. Wenn ich jetzt die Beschleunigung rausnehme, dann verschwindet das. Wir sehen hier immer nur wieder ganz kurz so ein bisschen die Bewegung.
So, und wir haben natürlich jetzt auch einen Haufen Wissenschaft rumgeschickt. Es gibt jetzt mittlerweile in der Höhe nichts mehr zum Erforschen. So, wir rotieren runter, kommen langsam in dickere Atmosphärenschichten. Jetzt muss ich hier runtergehen, weil wenn nämlich das passiert, wenn ich das im Vorspulen gemacht hätte, hätte das die Physik ändern können. So. Und jetzt kommen wir im Vorgarten irgendwo von dieser Stadt runter. Da hinten ist Cape Canaveral. Könnte man eigentlich mal nachchecken, was genau da für eine Stadt ist. Falls ihr es wisst, könnt ihr das ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß es jetzt nämlich gerade nicht aus dem Stegreif. Ah, und wir sind bei 5000 Metern Höhe. Oh, wir lassen noch ein bisschen Zeit vergehen. Oh. So, gehen wir mal in den Bremsmodus. Und jetzt geht's letzten Endes mit voller Geschwindigkeit gen Boden. Kein Wissenschaftsgewinn, ja, weil wir das schon kennen. Ist ja alles kein Thema. SAS ist jetzt deaktiviert. Das heißt, stromtechnisch hat es auch perfekt gepasst. Da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so das Auge drauf gehabt, aber als wäre es gewollt gewesen. So, jetzt fahren wir gleich hier durch das Texture-Pack erstmal durch, weil ich glaube, das ist ein bisschen, das ist so ein Overlay im Endeffekt über die Welt. Jo, wo kam das denn her? So, gehen wir noch auf Geschwindigkeit 1 und... Oh ne, ist es nicht mehr. Krass. Gut, und somit haben wir tatsächlich auch unsere Aufgabe erledigt. Wir müssen jetzt auch mal unsere Aufgabenliste da oben so ein bisschen entmüllen. Ich habe gesehen, da steht eine 31. Da können wir auch erstmal alles rauslöschen. Weil den Käse braucht man ja jetzt nicht mehr wissen, was wir vor 3 Jahren gemacht haben. Beispiel. Und wir haben Upgrade-Punkte schon wieder geschenkt bekommen. Das ist natürlich mega nice. Und noch mehr Wissenschaft. Zwei hier und das, was übertragen worden ist. Wir haben gut was an Geld bekommen. Insgesamt jetzt 156.000. Haben hier Upgrade-Punkte, one available. Und den würde ich tatsächlich als nächstes wieder ins VAB reinstecken, weil der Bau der Raketen im Moment ziemlich lang dauert. Und ja, muss ja nicht. Ja. Gut, damit haben wir jetzt aber die Aufgabe erledigt. Jetzt gehen wir erstmal in R&D rein und vergeben die 33 Punkte. Da gehen wir jetzt natürlich als erstes in die Satellite Error. Dann gehen wir Satellite Error Material Science, weil wir da zum einen einen Haufen Tanks haben und zum anderen wir dann hier auch weiterkommen mit den Isogrid Structures. Das ist natürlich auch wichtig. Da gehen wir direkt mal in die Forschung. Jetzt haben wir noch 13 übrig und dann gehen wir natürlich hier in die Engines. Zum einen die Solid Motor Engines, da ist zum Beispiel der dabei, mit dem können wir theoretisch die letzten Schritte machen in Richtung Mond. Und hier haben wir dann jetzt auch noch eben die Engines, die es dann auch braucht, um Richtung Mond zu kommen. Das wäre die LR79 und die AJ10 Series. Die beiden sind die essentiellen Bestandteile für die Rakete, die ich da in der letzten Season als letzte gebaut habe. So, jetzt haben wir die Mission soweit fertig. Jetzt gehen wir hier erstmal hin, schauen wir mal ganz kurz, wie lange dauert es bis zur nächsten. Ah, da ist eine Wolke drüber. Wo ist das Missionszentrum? Fahrzeugfabrik, hier. So, und dann gehen wir mal hier aktiv. Was ist da alles aktiv? 5 Kilometer Crewed Altitude, Crewed, Uncrewed ist bei 300 Kilometer und 3000 Meter pro Sekunde. Okay, gut, das ist jetzt erstmal uninteressant. Jetzt kommt aber der Punkt. Low Space Biological Experimentation. Reach 100 Kilometers with a biological sample and 35 units of sounding payload and then recover that sample.
bringt beim Abschluss 38.000. Das ist natürlich schon mal ein Wort. Das hier bringt uns insgesamt 45. Das gibt uns auch circa 45. Das gibt uns ein bisschen mehr. Dafür müssen wir aber auch Reach 200 Kilometer Downrange with a film camera, then recover the sample. Ja gut, ne? Das hier ist jetzt dann schon wieder eine andere Geschichte. Explains lassen wir erstmal raus. Also wenn ich beide annehmen könnte, wäre ja natürlich nice. Die kurze Downrange, oh, das gibt die über 50. Ey, das ist die lange. Das ist die kurze. Und das ist die Altitude. Das gibt ein bisschen was. Weil dann würde ich tatsächlich eher Richtung Downrange gehen. Hm. 475 Units of Sounding Payload. Okay, krass. Zur Downrange Distance 330 Kilometers. Okay, habe ich eine Altitude, die ich erreichen muss? Reach an altitude of at least 140 kilometers. Must achieve a downrange distance of at least 330 kilometers. Also 330 Kilometer. Hä? Ich nehme dich mal an. Okay, die verschwinden dann langsam. Also wenn man einen ganz schnellen Klick, kriegt man vielleicht beide. Ja gut, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Das ist schon weird, wenn da so eine fette Wolke ist und hier auf einmal absolut Finsternis herrscht. Spulen wir mal kurz ein bisschen vor. So. Danke. Will ein bisschen was sehen. Ja, jetzt habe ich ja gesagt, alle Nachrichten erstmal löschen. Und jetzt gehen wir hier nochmal rein und checken nochmal die exakten Sachen. 475 Units. Sounding Payload. Maintain Avionics for first 50 seconds of flight. Do not lose control. Ja, okay, gut. Das ist ja eh kein Stress. Must achieve downrange distance of at least 330 kilometers. Das passt soweit auch. Dann gehen wir doch mal in die Fahrzeugfabrik. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir unsere Avionics so umbauen, dass sie eben diese 475 Units of Sounding Payload erstauen kann. Da sage ich euch so, wie es ist. Das wird wahrscheinlich eher eine größere Aufgabe. Das Ding ist mittlerweile viel zu groß. Weil wir haben hier 133. Und ich brauche mehr. Ich gehe jetzt mal auf 100 Liter gehe. Und jetzt die Tank U einnehmen. Und hier auf 480 gehe, Update. Okay, 200, das heißt, ich muss hier auf 200 Liter gehen oder was? Jetzt habe ich hier 300. 480, Update. So, und jetzt kann ich hier wieder runtergehen, 280. Nee. 324 Liter, scheiße. Das ist natürlich jetzt Schmutz. Weil das sieht ja aus wie Tod. Muss das Ding Return Home Safely sein? Nö. Okay. Dann ist das hier auch wieder hinfällig. Und... oh, fuck, jetzt habe ich da drauf. Ich wollte doch die Code. Und Top muss dann auf 0... Ah. Wie viel habe ich jetzt? 160. Auch aber mehr. Und ich will eigentlich auch nicht diese kranke Spitze. Ja, Smoothbone wäre das nächste, wa?
Okay, und dann Tank UI. Hier 180, Update. Stimmt doch überhaupt nicht. Vorne und hinten nicht. Additional Tank Volume 100. So, jetzt kann ich hier 480 Update. Jetzt bin ich bei 402. Das heißt, ich muss hier 250 einsetzen. Dann kann ich hier gemütlich 480 einsetzen. Das passt jetzt. Und jetzt kann ich hier mit der Länge theoretisch runtergehen, aber das hat jetzt auch wieder nicht geklappt. 480 Update. Passt. So. Wunderbar. Jetzt haben wir 3035. Da können wir hier mal noch das ändern. Hier. Warum nicht? Hat doch was. Sieht ganz lustig aus. Okay, aber im Endeffekt, mit der können wir jetzt auch schon den nächsten Step wagen. Und mal schauen, ob die 330 Kilometer hinschafft. Warte mal, cancel. Das ist jetzt ja Nummer 5 und Nummer 5 lebt. Deswegen simulieren wir den Kollegen jetzt erstmal. Und probieren einen Downrange Distance von 330 Kilometern hinzukriegen. Bin mal gespannt. Und 140 Kilometer Höhe. Das darf man nicht außer Acht lassen. Dafür nehmen wir das hier jetzt erstmal festgetackert mit ran. Also festgetackert. So. Aktivieren das SAS, gehen direkt auf Schub und starten. Lösen den Spaß. Ach, fuck. Flug zurücksetzen, auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Ich habe vergessen, die Avionics zu überarbeiten. Ich habe sie ja gewechselt. Und dementsprechend ist natürlich die Controllable Mass auch voll für einen Eimer. Ja, Controllable Mass 6 Tonnen. Das ist ja überhaupt nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen 18. Okay. Was? Sogar kleiner geworden dadurch. Aber natürlich auch viel weniger Delta V. Fast 100 Delta V weniger. So, jetzt simulieren. Da bin ich ja mal gespannt, wie die abschneidet jetzt. Weil sie hat auf jeden Fall Power für eine extreme Höhe. Aber jetzt natürlich die Frage, hat sie auch die Power für eine gute Weite? Ah, das macht schon mal wieder einen Unterschied aus. So. Vollschub, SAS aktivieren, Zündung und go. So. Erstmal ein bisschen Höhe und bei 200 Metern knicken wir nach rechts. Zack. So. 80. Das ist eine gute Richtung. Wir haben ein gutes Schubgewichtsverhältnis, deswegen sollte das eigentlich auch ganz fein sein. Jetzt im Moment wird uns die Aerodynamik tatsächlich ein bisschen runterziehen mit der Geschwindigkeit. Aber da unser Schubgewichtsverhältnis jetzt gerade so krass unterschiedlich ist, ziehen wir das hier wieder mehr in unsere Richtung. Und bewegen uns mehr in die Höhe. So, jetzt gehen wir hier, weil wir haben erst 2 Kilometer und ich brauche mehr Seitwärtsgeschwindigkeit. Wir müssen schon auf... Ja, jetzt ist der Hase auch schon fast abgefahren. So. Und die Zündung ist aus. Perfekt. Jetzt hoffe ich, dass wir noch ein bisschen mit der Ding kippen. Ich gehe hier einfach mal auf Prograde. Vielleicht bringt's was.
Und wir bewegen uns mit in die Richtung, aber sieht nicht ganz so danach aus. Sind wir bei, ja, 70 Kilometer sind, gehe ich wieder raus, weil dann sind wir tatsächlich aus jeglicher Atmosphärenschicht raus. Und ja, dann würde ich sagen, wir kippen noch ein wenig, das ist gut. Sogar sehr gut. Bei 80 ist okay. Bis dahin könnten wir noch mehr gekippt sein. Ja. Und go. Und natürlich haut uns wieder die Engine ab. Das ist doch witzlos. Das heißt, wir kriegen nicht mal die Altitude von 140 Kilometer. Das müssen wir direkt nochmal von vorne machen. Einmal tryen wir noch. Und wenn das nichts wird, dann werden wir in der nächsten Folge das Ganze ein bisschen überarbeiten. Vielleicht werde ich die einfach am Start schon ein bisschen schräg stellen und gar nichts mehr machen. Mal gucken. So. Wie ein Marschflugkörper wird das Ding jetzt schon gekippt. Und wir haben Power los. Das ist natürlich extrem beschissen. Aber wir probieren es. Wir probieren es trotzdem. Auch mit Power los. Auch wenn da natürlich jetzt dadurch die Verkippung so früh absolut beschissen ist. Weil der Stift nämlich langsam zur Seite kippt und wir keine Geschwindigkeit aufbauen. Schubgewichtsverhältnis ist zwar jetzt bei 2,5, aber so richtig Power haben wir trotzdem nicht. Aber wir können ja mal gucken, wie weit wir damit kommen. Mit einer schlechten Engine, also was heißt schlechte Engine, mit einer Engine, die wenig Power hat, ja, jetzt ist auch der Ding im Arsch, boah, mit 540 Stundenkilometer, ne, Meter pro Sekunde, Entschuldigung, wir sind ja schneller, hart zur Seite, sind wir letztendlich bei 26 Kilometer, bei fast keiner Höhe. Also die 330 Kilometer sollten eigentlich easy drin sein. Und ja, in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall nochmal einen Testflug, bevor wir reinstarten. Aber an der Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen, vielen, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall ein Like da und lasst ein Abo da. Und sonst gibt es eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya!